Und wir bleiben aber in Schloss Elmau, denn das, was Dagmar Engel jetzt von außen sieht, da können wir zumindest ein Bild, nee, tatsächlich können wir auch kein Bild von innen bieten, sondern auch nur ein Bild von außen. Das können wir Ihnen mal kurz zeigen. Dunkle Wolken nach wie vor über Schloss Elmau, aber es bleibt stabil. Schließlich hatten alle hier mit Unwettern gerechnet. Das hätte auch unsere Sendung betroffen. Da sieht man es ganz deutlich. Also still ruht der See, hätte ich beinahe gesagt. Da scheint jetzt gerade die Pause vor dem Konzert anzustehen, was eigentlich um 19.30 Uhr beginnen soll. Wir haben eingangs ein paar Bilder sehen können, wo man schon entspannt zusammensteht. Das waren aber in erster Linie, glaube ich, Delegationsteilnehmer. Und gleich soll das Konzert stattfinden. Und dann gibt es im Anschluss daran ein sogenanntes Arbeitsessen. Jetzt sehe ich ein weiteres Bild. Professor Fröhlich ist noch bei mir von der Universität Erlangen. Das, was unsere Kollegin dort jetzt von vor Ort berichten konnte, ist ja relativ dünn, weil es einfach kaum Informationen gibt. Die Infos, die kamen, waren, weil die Bundeskanzlerin in der Zwischenzeit ARD und ZDF jeweils ein Interview gegeben hat. Aber wie wichtig wäre denn jetzt zum heutigen Tag ein Signal Richtung Moskau, Freunde? So geht es nicht und wir bleiben bei dem, was wir beschlossen haben. Ja gut, ich meine, wir haben ja schon angedeutet gehört, dass das wohl das deutlichste Signal wird von diesem Gipfel. Nun müssen wir den morgigen Tag ja noch abwarten. Da sind wir vielleicht dann noch etwas schlauer. Aber ich glaube, also ich habe es zumindest auch nicht anders erwartet, dass es ein doch sehr, sehr geschlossenes Signal gibt Richtung Putin. Dass es also auf absehbare Zeit tatsächlich nicht damit zu rechnen ist, dass er zurückkehrt. Obwohl wir anderslautende Stimmen gehört haben, ja übrigens auch in der Regierung. Ich meine, unser Außenminister hat ja durchaus dafür plädiert, dass wir vielleicht ein bisschen mutiger sind. Und aus der Wirtschaft haben wir das auch gehört. Aber ungeachtet all diesen Drucks bleibt die Kanzlerin, glaube ich, in der Frage sehr hart. Und ich glaube, es ist das richtige Signal und das findet natürlich Unterstützung bei allen. Interessant ist das Signal von der Griechenland-Krise oder zur Griechenland-Krise. Es ist interessant, dass es so dargestellt wird und stilisiert wird, als wäre es vor allen Dingen ein Konflikt zwischen den Amerikanern und den auswärtigen Gästen und der Europäischen Union und den Europäern. Ich glaube, das unterschätzt so ein bisschen und unterschlägt, dass auch innerhalb der Europäischen Union wir natürlich durchaus unterschiedliche Meinungen haben zu dieser Frage, also wie wir mit Griechenland umgehen. Also ich würde das nicht ganz so klar und deutlich sehen. Und interessant ist vor allen Dingen die Position des EU-Ratspräsidenten von Herrn Juncker, das haben wir ja auch gehört, der eigentlich sagt, also Griechenland wird auf Teufel komm raus dabei bleiben. Andererseits halten wir an den Reformen fest. Es ist interessant, überhaupt auch in seiner Stellungnahme zu hören, dass er einerseits die Europäische Union aufruft zur Stabilität, Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen. All das und mehr Investitionen, all das, was wir eigentlich bei Griechenland, wenn das bei Griechenland konsequent fordern würde, dann dürfte er eigentlich nicht so klar und unmissverständlich und deutlich sagen, egal was da kommt, Griechenland, also da halten wir dran fest und Griechenland bleibt drin. Ein etwas merkwürdiger Spagat, also insofern zu Das war übrigens vor dem Gipfel. Also insofern ist das ganz interessant. Es wird so ein bisschen überspielt hier bei der ganzen Veranstaltung, dass in dieser Griechenland-Krise, ich glaube, wir auch in der Europäischen Union durchaus, auch Frankreich hat da andere Vorstellungen teilweise als die Kanzlerin, was das anbelangt. Du bist vielleicht ein Stück weit vorsichtiger, wenn es um die Aufweichung von Stabilitätskriterien geht. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ich befürchte tatsächlich, ungeachtet der Aufrufe und der Appelle von Obama und anderen, dass wir hier so schnell leider nicht zu einer Einigung, und da teile ich die Einschätzung von den Kollegen, sind. Bleiben wir noch einen Satz bei dem Verhältnis USA-Deutschland oder Europa und dann wiederum das Verhältnis Europa oder Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Wladimir Putin. In Washington haben Kollegen immer davon gesprochen, dass sie ja so ein Stück weit in der Ukraine-Krise seine Chefunterhändlerin sei, weil kaum jemand hat wahrscheinlich häufiger mit Putin telefoniert als sie. Wird das Ergebnis dieses Gipfels, das Festhalten an Sanktionen, ist das die Verdeutlichung dieser klaren Linie zwischen Obama und Merkel in der Frage? Und bleibt sie in dieser Rolle, dass sie quasi für Putin auch erste Ansprechpartnerin ist? Ja, das denke ich schon. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir bei all dem nicht unterschätzen dürfen. Es gibt in der Ukraine-Frage schlicht und einfach das, was die Amerikaner, ich hätte fast gesagt, am besten können, keine sicherheitspolitische Lösung. Das wissen wir. Ein Zurück in irgendeiner Form, also auch dieses ganze Gerede um kalten Krieg und sonst was, das dürfen wir nicht erwarten. Das heißt, dass das Maximum, was die Europäische Union und was der Westen insgesamt hier an Signalen aussenden kann, ist, dass wir festhalten an diesen Sanktionen. Es ist das stärkste Instrument, die stärkste Waffe. Wenn wir in diesem Konflikt nicht permanent, was wir in den letzten zwei Jahren getan haben, uns von Putin vorantreiben lassen wollen. Die Frage ist, die Russen zeigen sich aber relativ unbeeindruckt. Nichtsdestotrotz berichten unsere Korrespondenten aus Moskau, dass man es natürlich überall sieht. Den Menschen geht es schlechter, aber scheinbar wachsen mit dem Grad an Verschlechterung der eigenen Zustände die Zustimmungswerte für Putin. Das ist
ein Spiel auf Zeit? Das ist gefährlich und das ist kann ein Spiel auf Zeit sein. In der Tat muss man sich fragen, man redet ja viel von der russischen, wenn man sagen, Leidensfähigkeit diesbezüglich und von dieser Diskrepanz, das ist völlig richtig. Ob das auf Dauer durchzuhalten ist, wage ich zu bezweifeln. Also ökonomisch kann das Russland, denke ich, auch gegenüber der Europäischen Union oder dem Rest der Welt bei aller Kraftmeierei, es kann es nicht durchhalten. Es sitzt am kürzeren Hebel. Die Situation ist so oder so desolat aufgrund der gesunkenen Öl- und Gaspreise. Es werden nicht mehr so viele Devisenreserven in die Kassen gespült, wie das zuvor der Fall gewesen ist. Das ist ganz unbestritten. Damit hat Russland zu kämpfen. Der Rubel, der zwar ein Abfall, ein Währungsabfall, ist ganz positiv, für die Exporte, ist nicht schlecht, aber andererseits, und damit kann man auch die Verschuldung ein Stück weit natürlich, also ich würde mal sagen, glätten, die Bilanz glätten, das ist gar keine Frage, aber auf der anderen Seite ist das mittel- bis langfristig kein gutes Signal für eine Wirtschaft. Und Russland leidet unter diesen Sanktionen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, ungeachtet aller anders oder gegenteilig lautender Bekundungen aus Moskau. Und insofern, meine Befürchtung, außer ein Stück weit, wenn das weitergehen sollte, ist auch nicht ausgeschlossen. Die Bilder, die Staatschefs kommen, wie gesagt, 19.30 Uhr angekündigt, das Konzert für die Staatschefs. Bisher tummelten sich da mutmaßlich Delegationsteilnehmer. Jetzt sehen wir aber François Hollande und Barack Obama. Im Hintergrund kommt auch schon die Gastgeberin, die Bundeskanzlerin. Erstaunlich, man bleibt relativ gut im Zeitplan. Das habe ich auch schon anders erlebt. Für 19.30 Uhr angekündigt, Donald Tusk sehen wir da, nebst Ehefrau, die Frau von Shinzo Abe im traditionellen Outfit. Das wird in Bayern unter Umständen gut ankommen. Ja. Man bleibt bei der Tradition, keine Frage, warum auch nicht, finde ich ja auch. Da haben wir den Ehemann Professor Joachim Sauer gesehen und jetzt werden vorne die Plätze eingenommen. Bleiben wir bei Jean-Claude Juncker und Donald Tusk für einen Moment. Die beiden haben ja jetzt keine Exekutivmacht, sind aber sehr wohl natürlich die Repräsentanten der Europäischen Union. Spielen die da eine Rolle? Ich meine, es ist Hollande da, es ist die Bundeskanzlerin da, es ist David Cameron da. David Cameron, der sowieso ja eigentlich noch viel mehr zurückholen möchte von der Europäischen Union. Sind denn die Kollegen Juncker und Tusk so Beschwichter an der Seite oder welche Rolle spielen die? Nein, also man sollte die Rolle von ihnen, auch wenn sie keine offizielle Teilnehmer sind, wenn sie so wollen, ich werde fast gesagt begleiten diesen Gipfel, aber sie spielen. Und sie müssen sich auch das Zimmer von Putin teilen. Es ist auch ein Signal, ein deutliches Signal, das darf man nicht vergessen, in den letzten Jahren, das ist ja nun schon seit längerem so Usus, dass die Europäische Union in den letzten zwei Jahrzehnten natürlich eine Entwicklung genommen hat, die auch anders ist, die sie anders dastehen lässt als noch vor 20, 30 Jahren, als diese G7 als Wirtschaftsgipfel tagten, ohne natürlich, dass ich jetzt weiß, dass das Europa Begleitwerk. Insofern ist das ein deutliches Signal und das heißt auch für die Bundesrepublik und für keinen dieser Mitgliedstaaten allein, auch wenn sie nach wie vor natürlich die zentralen Akteure in diesem Spiel sein mögen, lässt sich irgendetwas, ich meine mal, komplett an der Europäischen Union vorbei durchsetzen. Und die EU ist hier ein Akteur, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Das ist überhaupt keine Frage. Also man muss an Juncker und an der Kommission muss man vorbei und mit ihr muss man agieren. Auch wenn es nach wie vor gilt, natürlich, dass alles, was aus Europa kommt, auf der Basis von Initiativen und Impulsen natürlich und Mandaten der Mitgliedstaaten am Ende erfolgt. Das ist gar keine Frage. Professor Fröhlich, wir machen einen kleinen Exkurs jetzt in Richtung Gipfelprogramm. Und zwar haben wir jetzt ja auch gerade die Damen gesehen. Die Michelle Obama ist ja nicht dabei zum Beispiel, aber die Ehefrau von Donald Tusk, Stephen Harper, seine Frau mitgebracht. Shinzo Abe hat seine Frau mitgebracht. Also es gibt ein Damenprogramm. Und heute am Sonntag ein klassisches Programm von Professor Joachim Sauer ausgearbeitet. Und zwar ging es in einer Kutsche an einen See und auch auf einer Alm offensichtlich. Und morgen wird es einen Vortrag zur Nanotechnologie geben. Da bricht dann wohl der Chemiker in ihm durch. Das hat es mit Sicherheit in der Geschichte auch noch nicht gegeben. Aber da ist Deutschland ja nun mal weltführend unter anderem auch. Und
Wolfgang Heckel, der Direktor und Biophysiker des Deutschen Museums in München, auf ausdrücklichen Wunsch der Kanzlerin auch. Also da hat sie wohl auch noch eine Rolle mitgespielt. Da will man auch ein Stück weit zeigen, was Deutschland wohl zu leisten imstande ist. Ja, wie gesagt, mit einer geschmückten Kutsche ging es heute im sogenannten Damenprogramm durch die wunderschönen Landschaften. Ja, jetzt sieht man die Außeneinstellung. Wir gehen mal davon aus, dass es jetzt in wenigen Augenblicken losgehen wird. Also die Europäer darf man nicht unterschätzen in der Frage. Ist natürlich interessant, inwieweit David Cameron dann auch diese Ratschläge und das alles mitnimmt. Ich meine, er ist ja sehr an der Seite der Kanzlerin gewesen, auch beim Klima unter anderem. Wie ist das Verhältnis zwischen ihm und den europäischen Gesichtern, die ja, quasi wieder, eine Rolle spielen? Wieder besser, würde ich sagen. Geworden. Ich meine, sehr an der Seite der Kanzlerin. Sie sagen es, also auf der anderen Seite muss man sagen, die Kanzlerin hat sich ja gerade, also ganz bewusst auch nochmal mit einem Besuch, gerade nach den Wahlen eben in Großbritannien und dem neuerlichen Sieg im Grunde genommen von Cameron sofort zu ihm begeben. Und er war ja auch auf seiner Tour auch in Berlin. Und ich denke, und hat ja auch dabei relativ unmissverständlich signalisiert, wir werden sehen, wie konsequent sie das verfolgt, dass sie also durchaus für einige der Anliegen der Briten, was die Reformbereitschaft der Europäischen Union anbelangt, gewissermaßen als Forderungskatalog, als Bedingung für einen Verbleib, wie immer dieses, ich meine, darauf hat er irgendwann natürlich auch keinen Einfluss mehr, aber noch ist das ja ein Stück weit ein Pressionsmittel eben auch für ihn in der Hand, dass er hat, also solange da dieses Damoklesschwert des Referendums im Raum steht, muss die Europäische Union reagieren und die Kanzlerin tat, glaube ich, auch gut daran und ich glaube, es liegt ihr auch, also insgesamt ist er ja mit seinen Vorstellungen, also mit Blick auf die Frage Reform des Binnenmarktes etc., durchaus auf einer Linie mit der Kanzlerin. Und wir wissen auch, und die Kanzlerin, und das weiß natürlich die Europäische Union insgesamt, wir reden immer von Grexit, aber dieser berühmte Brexit, Großbritannien aus der Europäischen Union, hätte ganz andere Konsequenzen. Ja, er hat das ja auch sehr geschickt vorbereitet, ist ja jetzt gerade auch mit einer absoluten Mehrheit in einer sehr komfortablen Situation. Das können wir gern gleich auch noch vertiefen, wenn uns wieder Bilder aus dem Schloss vorliegen. Im Moment ist das nicht der Fall. Wir sehen nur eine Außendarstellung. Mutmaßlich sind die Türen beim Konzert jetzt auch geschlossen und es wird kein Weltbild mehr zur Verfügung gestellt, sonst liefern wir das gleich nach. Wer definitiv nicht rankam ans Schloss, das waren die Demonstranten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte gestern am späten Abend dann noch entschieden, dass auch die 50, die ursprünglich mal vom Münchner Verwaltungsgericht genehmigt waren, nicht bis kurz irgendwie vors Schloss in Sicht und Hörweite kommen konnten. Das hat sicher neben dem dramatischen Unwetter, was es hier gestern Abend gab, zu einiger Frustration bei den Gipfelgegnern geführt. Und Sarah Bildau kann jetzt, glaube ich, vermelden, dass auch einige bereits die Heimreise antreten. Sarah, ich glaube, in Bahnhofsnähe, wenn ich das richtig weiß, ist es tatsächlich so, dass viele jetzt aufgeben. Was sind die Motive? Ist man frustriert oder sogar ganz zufrieden mit dem Erreichten oder der Wahrnehmung der Außendarstellung? Es war ja nicht viel Gewalt im Spiel. Im Gegenteil, es war durchaus sehr bunt und unterhaltsam. Ist man zufrieden mit den Ergebnissen, die man vielleicht auch erreichen konnte in Wahrnehmung der Medien? Also mein Eindruck ist, die Demonstranten sind sehr zufrieden mit dem, was sie erreicht haben. Sie haben es zwar nicht aufs Schloss geschafft, aber trotzdem, die Stimmung ist gut. Aber mein Gefühl ist auch, die Luft ist jetzt auch so ein bisschen raus. Ich stehe hier am Bahnhof von Garmisch-Partenkirchen und es haben tatsächlich schon mehrere hundert Demonstranten die Heimreise angetreten mit Bussen, hier mit dem Zug. Ich habe hier eine kleine Runde noch gefunden, die bleiben noch hier, haben sich hier einfach gemütlich gemacht und die können mir mal ein bisschen was erzählen über den Tag heute. Neben mir sitzt Lulu. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Aktionen heute und auch in den letzten Tagen? Ja, ehrlich gesagt können wir, Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Sie hat schon einiges offenbar hinter sich heute. Alles in allem können wir eigentlich alle sehr zufrieden sein mit den Aktionen, die hier gelaufen sind, weil wir gezeigt haben, dass man, ohne dass es knallt, ohne dass es brennt, sehr viel erreichen kann. Was haben Sie denn heute erreicht? Sie waren bei einer Massenblockade dabei, richtig? Naja, es war im Grunde genommen gar keine Massenblockade. Wir waren eine Gruppe von 5 Leuten, die es geschafft haben, auf die B2 zu kommen. Das ist die Zufahrtsstraße zu Schloss Elmau. Und diese so zu blockieren, dass die Zufahrt gesperrt war und Personal mit dem Helikopter eingeflogen werden musste. Und wie ist es dann mit Ihnen weitergegangen? Danach wurden wir, dank der zahlreichen Presse, die anwesend war, relativ friedlich aus der Sitzblockade rausgetragen und in die Gefangenensammelstelle gebracht. Dort wurden Personalinnen
festgestellt und jetzt haben wir alle eine Anzeige wegen Nötigung und der Blockade an sich am Hals. Ich frage mal hier auch nochmal weiter. Sie sind jetzt noch da, viele sind schon nach Hause. Warum sind Sie noch da? Weil erstens morgen noch eine Großdemonstration stattfindet. Zweitens, weil das einfach ein wunderbares Gefühl ist, in diesem Camp zu sein, weil das sehr solidarisch ist. Alle Leute sind unglaublich nett zueinander. Es gibt zum Beispiel den Motorradclub Coole Wampe, der einfach mal um 12 Uhr nachts nochmal die Schippen auspackt, das Wasser wegschippt, Heuballen anschleppt und wie heißen die Dinger noch gleich? Paletten anschleppt, damit die Leute halt eben schlafen können. Und das ist einfach unglaublich schön und man kann jeden ansprechen, man kriegt sofort Unterstützung und ja, das ist einfach ein guter Grund. Aber das Wetter hat es Ihnen ja nicht unbedingt leicht gemacht, entweder mehr als 30 Grad, dann gestern das schwere Unwetter. Wie haben Sie denn die letzte Nacht verbracht? Ich habe auf dem Bahnhof geschlafen, weil ich früh morgens aufbrechen wollte, um die B2 zu blockieren. Dann haben wir uns ausgedacht, ja, dann übernachten wir gleich direkt am Bahnhof. Dann machen wir uns auf den Weg zu Schloss Elmau, zu den Zufahrtsstraßen. Hier meldet sich noch jemand? Ja, ich wollte nur sagen, dass das gestern wirklich mit dem Unwetter so ein bisschen schwierig war für die Demonstranten, weil es einen riesen Hickhack gab. Es war eine Unwetterwarnung und dann sollten wir evakuiert werden. Und dann hieß es, wir kriegen eine Turnhalle zur Verfügung gestellt. Und es war wirklich schwierig, weil sobald diese Unwetterwarnung abgesagt wurde und wir sozusagen vor unserem Camp standen und alle Zelte mit 30 cm Wasser, also es ist alles nass gewesen, es konnte keiner irgendwas noch retten, wurde die Turnhalle sozusagen untersagt. Das heißt, die meisten von uns haben wirklich völlig durchnässt irgendwo versucht, die Nacht zu verbringen. Und die einzigen, die wirklich geholfen haben, waren Anwohner, die sozusagen die Leute im Camp abgeholt haben, ob sie nicht bei ihnen schlafen wollen. Aber das war mit der Turnhalle war wirklich schwierig, dass wir die nicht bekommen haben. Wo werden Sie denn heute Nacht schlafen? Ich weiß es noch nicht. Also es sind ja wieder Gewitter angesagt. Mein Zelt ist noch komplett nass. Also wahrscheinlich, ich habe gehört, im Bahnhof war es relativ warm. Wahrscheinlich wird es der Bahnhof sein. Eine letzte Frage noch zu Ihrem Verhältnis zur Polizei, wenn man das so nennen kann. Es waren ja wirklich unglaublich viele Einsatzkräfte hier. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hätten Sie mehr erreicht, wenn es doch weniger gewesen wäre? Also ich bin Neudemonstrant, das heißt, ich bin relativ jungfräulich da reingegangen und ich habe mich tatsächlich gewundert, weil ich diese Situation in der Demonstration mitbekommen habe, die relativ aggressiv war. Und wir wollten heute einfach etwas wandern und versuchen irgendwie diese Sternrouten zu machen. Und es sind ungefähr alle 100 Meter Kontrollen gewesen. Und auch Polizeiwagen, die so schrittweise mitgehen. Und das hat auch etwas Entwürdigendes, weil man sich einfach vorkommt wie ein Tier im Käfig. Also ich habe es als sehr unangenehm empfunden. Und trotzdem sind Sie zufrieden, wie es sonst gelaufen ist bei Ihren Aktionen? Ja, also ich glaube nicht daran, dass es ein großer Knall sein muss. Ich glaube nicht daran, dass es irgendwas Weltbewegendes sein muss, sondern einfach darauf aufmerksam zu machen. Es war sehr solidarisch unter den Demonstranten, in kleinen Gruppen kleine Dinge zu erreichen. Wie gesagt, wir haben ja heute schon gehabt, dass zumindest Delegationen irgendwie plötzlich nicht mehr mit dem Auto fahren müssen dürfen, sondern mit dem Hubschrauber fliegen müssen. Das ist schon ein Erfolg irgendwie, dass man sich nicht so schnell klein kriegen lässt. Vielen Dank. Das waren jetzt mal ein paar Eindrücke von den Demonstranten, die letzten Tage und vor allem auch heute miterlebt haben. Wir haben es gerade gehört, morgen gibt es noch eine Abschlusskundgebung um 10 und von dort aus werden wir natürlich auch wieder berichten. Vielen herzlichen Dank, Sarah. Bei Phoenix kommen eben alle Stimmen zu Wort und das ist auch wichtig. Machen Sie sich
das eigene machen, sich das ganze Bild als Zuschauer. Und da gehört das eben auch dazu. Vielen herzlichen Dank für die Eindrücke jetzt direkt vom Bahnhof. Also morgen wird es natürlich hier auch in Garmisch-Partenkirchen noch eine Demonstration geben. Und dementsprechend werden auch noch vermutlich mehrere hunderte Teilnehmer dann hier dabei sein. Die Bundeskanzlerin ist vorhin schon mehrfach angesprochen worden, als einzige, die sozusagen schon ein erstes Resümee der Verhandlungen der G7 gegeben hat. Sie hat ARD und ZDF Interviews gegeben, wo sie klar gemacht hat, dass alle an einer Seite stehen oder an ihrer Seite oder an der von Barack Obama, wie auch immer man es sieht, in Sachen Sanktionen gegen Russland, dass man dort hart bleiben würde. Und Reinhard Becker hatte vorhin die Gelegenheit, ihr diese Fragen zu stellen. Ich begrüße jetzt im Schloss Elmau die Gastgeberin des G7-Gipfels, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Guten Abend. Frau Bundeskanzlerin, Sie kommen gerade, wenn ich das richtig weiß, direkt aus einer Arbeitssitzung, wo es um den Welthandel ging. US-Präsident Obama möchte möglichst schnell, dass TTIP abgeschlossen wird. Sie wollen das auch. Glauben Sie noch, dass Sie das in seiner Amtszeit schaffen? Ja, das glaube ich. Und wir haben uns hier auch in den Gesprächen über den Welthandel darauf geeinigt, dass wir jetzt mit Hochdruck arbeiten. Die Europäische Kommission und die hier vertretenen europäischen Länder haben sich dazu bekannt. Und wir wissen, dass das pazifische Handelsabkommen der Vereinigten Staaten von Amerika mit zum Beispiel Japan sehr schnell jetzt fertig werden wird. Und ich finde, wenn es um mehr Arbeitsplätze geht, dann sollte Europa nicht hinten anstehen, sondern alles tun, damit es vorangeht. Und wir können das schaffen und wir wollen auch die wichtigen Wegmarken bis zum Ende des Jahres abgeschlossen haben. Sie hatten ja die Gelegenheit, vor Beginn des Gipfels bilateral mit US-Präsident Obama zu sprechen. Haben Sie da auch über die NSA geredet? Können die Selektorenliste, die Liste der Suchbegriffe Abgeordneten zugänglich gemacht werden? Darüber haben wir nicht gesprochen. Da gibt es andere Gesprächskanäle. Wir haben heute über die Situation in der Ukraine gesprochen. Wir haben über Syrien gesprochen, wir haben über die außenpolitischen Fragen uns unterhalten. Das heißt also, das war mehr dieser Punkt. Und über das Freihandelsabkommen haben wir auch geredet im bilateralen Modus, weil der amerikanische Präsident auch weiß, dass es durchaus Vorbehalte in Deutschland gibt. Und das konnten wir dort besprechen. Und Sie hatten ja auch vor Beginn des Gipfels ein Telefonat zusammen mit Frankreichs Präsident Hollande, mit Griechenland Premier Tsipras. Was können Sie denn Ihren Gästen darüber erzählen? Bleibt Griechenland auch nach Ablauf dieses Monats noch im Euro? Wir haben ja heute schon das Thema Weltwirtschaft besprochen. Das ist naturgemäß und traditionsgemäß das erste Thema immer bei den Beratungen. Und im Zusammenhang mit der Weltwirtschaft haben wir natürlich auch über die Situation im Euroraum gesprochen. Es ist jetzt seit mehreren Jahren zum ersten Mal so, dass alle G7-Länder wahrscheinlich in diesem Jahr Wirtschaftswachstum haben werden. Das ist eine gute Botschaft. Und da hat auch das Thema Griechenland eine Rolle gespielt. François Hollande und ich haben berichtet über unser letztes Telefonat. Die Kommission hat auch ihre Einschätzung gegeben. Wir waren alle der Meinung, es liegt noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Wir wollen alles versuchen, was möglich ist, aber wir sind noch nicht am Ziel. Und Konditionalität auf der einen Seite und Solidarität in Europa gehören zusammen. Und das hat, so wie ich das sehe, auch Unterstützung der nicht-europäischen Partner gefunden heute. Frau Bundeskanzlerin, vor ungefähr einem Jahr ist aus G8 G7 geworden. Ich gehe davon aus, dass Russland, der Ukraine-Konflikt ja auch Thema war. Wie sinnvoll ist es eigentlich, Russlands Präsidenten Putin dauerhaft von diesem Tisch von G7 auszuschließen? Also wir hatten heute eine sehr gute Diskussion auch über das Wesen von G7. Und alle haben betont, dass das Teilen von gemeinsamen Werten für uns wichtig ist. Und an der Stelle der Annexion der Krim, auch der Einmischung im Bereich Donetsk und Lugansk, hat Russland gezeigt, dass dort doch sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind. Und deshalb ist, soweit wir das jetzt sehen, im Augenblick die Rückkehr von Russland nicht möglich. Wir sind uns aber auch einig, die außenpolitische Diskussion werden wir erst heute Abend führen, dass in Fragen des Nuklearprogramms mit dem Iran oder der Verhinderung des Nuklearprogramms des Iran, in Fragen auch der
Schaffung eines Friedens eines Tages in Syrien im Bürgerkrieg Russland ein Partner sein wird, so wie Russland ein Partner ist im Normandie-Format, wo wir über den Konflikt in der Ukraine sprechen. Hier ist es noch mal was anderes. Wir haben gemeinsame Auffassungen, gemeinsame Werte. Und da gibt es doch eine Barriere im Augenblick, die ich noch nicht sehe, dass sie sehr schnell überwunden werden kann. Gibt es denn eine Bedingung oder vielleicht mehrere Bedingungen oder Vorstellungen, wann aus G7 wieder G8 werden kann? Eine Rückgabe der Krim halten ja Experten für ausgeschlossen. Naja, man muss immer aufpassen. In der Geschichte hat man schon vieles für nicht möglich gehalten, was dann doch passiert ist, seitdem ich die deutsche Einheit erlebt habe und gelesen habe, wer das alles schon nicht mehr für möglich gehalten hat. Muss man sehr vorsichtig sein, da gibt es ein Problem. Ich sag mal, wir haben uns mit der Diskussion heute nicht befasst. Wir sind 7 Länder, die wirklich wichtige Entscheidungen auch treffen können. Wir werden Russland in verschiedenen Fragen als Partner weiter haben. Und wir haben das Format von G20, bei dem es ja auch gerade um ökonomische Fragen geht. Aber da sind eben Länder mit sehr verschiedenen Wertvorstellungen zusammen und das unterscheidet die Intensität der Diskussion, unterscheidet sich dann doch schon nochmal von dieser Diskussion hier. Und deshalb ist das sinnvoll, dass wir sie heute hier auch ohne Russland geführt haben. Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Professor Fröhlich, bis zur Tagesschau bleiben uns, glaube ich, handgestoppte 2 Minuten. Ein Satz, wir haben ja über Russland schon ausführlich gesprochen. Das hat ja eigentlich auch das bestätigt, dieses Interview, was wir vorher oder Sie vorher analysiert hatten. Wie ist Ihre Rolle? Sie hat im Vorfeld Forderungen aufgestellt. Wir müssen beim Klima weiterkommen. Sie hat sich auch relativ deutlich schon in Richtung Moskau geäußert. Wird sie Ihre Rolle als Gastgeberin und als starke, mächtige Gastgeberin von Deutschland gerecht? Ich glaube, das können wir erst morgen endgültig beurteilen, wenn die Themen, die Sie eben, die spezifische Agenda der Bundesregierung, wenn die eben nochmal thematisiert wird, das ist ganz wichtig. Es sind ja 4 Punkte gewesen, die sie eben auf die Agenda setzen wollte, von denen haben wir noch nichts gehört. Das sind eben diese, wenn Sie so wollen, A-Themen auf der ersten Ebene, die Krisen, die zunächst mal in den Vordergrund stehen und das war zu erwarten. Und hier, denke ich, hat man im Vorfeld nicht irgendwelche Positionen oder die Bundesregierung nicht irgendwelche Möglichkeiten gehabt, also Positionen gewissermaßen vorzugeben oder vorzuformulieren. Dazu ist das Ganze zu umstritten, zu heikel, egal ob es die Ukraine-Frage ist, Russland, ob es die Frage eben ist, Syrien, Nahost etc. Das kann man nicht erwarten. Abschließend können wir das, glaube ich, erst beurteilen, wenn wir hören, was dabei rauskommt, was die spezifische Agenda der Bundesregierung anbelangt, ob es da konkrete Empfehlungen gibt für all die Gipfel, die in diesem Jahr noch anstehen, insbesondere in Richtung Klima und Nachhaltigkeit. Ein ganz kurzes Statement, das Outreach-Projekt mit den afrikanischen Staatsgästen und dem irakischen Präsidenten sinnvoll oder zu klein? Nein, mit Sicherheit sinnvoll. Man kann natürlich darüber diskutieren, also auch über die Auswahl. Da ist ja noch nicht viel rausgekommen. Wie kommt überhaupt diese Auswahl zustande? Da haben wir einen Vertreter aus dem Nahen und Mittleren Osten, aber den Irak. Ich meine, das ist sehr naheliegend im Moment vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Zu all den anderen Kandidaten, alles wichtige Länder, kann man noch nicht viel sagen. Ich bin sehr gespannt, was dabei morgen rauskommt. Herzlichen Dank, Professor Fröhlich, für die Einschätzung am heutigen Nachmittag. Um 23 Uhr sehen wir uns wieder mit einer Sonderausgabe Phoenix der Tag. Und natürlich sind die Kollegen morgen früh um 9 Uhr, wenn es mit dem Gipfel weitergeht, für Sie parat. Soweit erstmal gute Informationen. Wir sehen uns um 23 Uhr.